Kick off Sakultura. Pozdravljene, ime mi je Ana Grilc in prisrčno vas pozdravim pri oddaji Kick off Sakultura. Mein Name ist Anna Grilz und ich begrüße Sie zur neuen Folge der kulturpolitischen Sendung Kick-off Sakultura. Der öffentliche Raum ist gespickt mit ihnen. Sie reiten auf Pferden, tragen opulente Kleidung, heben das Schwert. Die Denkmäler. Sie sind sichtbare Ergebnisse unseres Gedenkdiskurses und Zeichen der vorherrschenden Geschichtserzählung. Doch sie sind auch häufig Steine des Anstoßes, kontrovers diskutiert und unzeitgemäß. Denkmäler stellen uns vor die Frage, wer und was soll erinnert werden, wem wird Raum gegeben? Ute Hollfelder ist Senior Scientist am Institut für Kulturanalyse der Universität Klagenfurt-Zellerwitz, Autorin und Teil der Initiative Koruschka Kärnten gemeinsam erinnern Skupno Ochranimos Bomin. Der öffentliche Raum wird von Denkmälern gestaltet und geprägt. In Kärnten-Koruschka nimmt vor allem ein Thema diesen Raum ein, das Erinnern an den sogenannten Abwehrkampf. Jauni prostorie prepredensnimi, jezdio na konjih, nosio razkušno oblačila in dvigujejo meče. Spomeniki. So vidni rezultati našega spominskega diskurza in znamenja prevladujoče zgodovinske pripovedi. Vendar pa so pogosto tudi jabolko spora kontroverzni in zastareli. Spomeniki nas soočajo z vprašanjem, koga in česa je treba spominjati, komu je namenjen prostor. Ute Hollfelder dela na Inštitutu za kulturne analize Univerze v Celovcu. Autorica je del inicijative Koruška Kärnten gemeinsam erinnern skupno ohranimo spomin. Spomeniki oblikujejo in zaznamujajo javni prostor. Na Koruškem ta prostor zaseda zlasti ena tema, spominjanje na tako imenovani Abwehrkampf. Fiel mir irgendwie auf, dass diese ganze Stadt voll ist mit Gedenktafeln, Erinnerungszeichen, Straßennamen, die sich eben auf diesen Grenzkonflikt 1918-19 und das anschließende Plebiszit beziehen. Und als ich da mit meinem Partner auch in den Bergen zum Wandern war, haben wir festgestellt, auch die Landschaft ist zugepflastert und hier verlief die Demarkationslinie und dann nochmal am Gipfelkreuz, am Hochobier für Steinacher und so weiter und so fort. Das ist einfach, ja, genau, also diese Denkmäler oder Erinnerungszeichen machen natürlich, dass der öffentliche Raum fast besetzt wird, und zwar eben mit bestimmten Geschichtserzählungen. Und diese Geschichtserzählungen sind aber eben eine ausgewählte Perspektive auf die Vergangenheit, die auf der anderen Seite eben aber auch in der Gegenwart zeigen, was der hegemoniale Diskurs ist und eigentlich auch in die Zukunft gerichtet ist, weil sie uns ja quasi immer mahnen wollen oder sagen wollen, das ist wichtig, dass hier dass Kärnten nicht an den SHS-Staat gefallen ist zum Beispiel. Und also das fand ich eigentlich immer ganz interessant zu sagen, die Vergangenheit wird instrumentalisiert und in der Gegenwart soll es eigentlich auch in die Zukunft weisen. Hollfelder pripoveduje, da je opazila, da je Koroška pokrita spomeniki za tako imenovani Abwehrkampf. Ti spomeniki so povezani z gotovim načinom pripovedovanja zgodovine ter z zbrano perspektivo na zgodovino. Prikažejo, kaj je dominanten diskurs v sedanjosti, segajo pa tudi v bodočnost s tem, da izpostavljajo, kako pomembno je bilo, da se Koroška ni priključila državi SHS. Denkt man an Denkmäler, so hat man Bilder von Kriegshelden hoch zu Ross oder Machthabern im Staatsgewand vor Augen. Minderheiten sind, was Denkmäler anbelangt, stark unterrepräsentiert und müssen häufig um Repräsentation im öffentlichen Raum kämpfen. Ko pomislimo na spomenike, se nam v mislih pojavijo podobe vojnih junakov na konjih ali vladarjev v državnih oblačilih. Zelo majhno število spomenikov v Avstriji prikazuje manjšince manjšinke ali tematizira manjšinsko zgodovino. Pripadniki, pripadnice marginaliziranih skupin se morajo pogosto boriti za vidnost v javnem prostoru. Die Frage ist natürlich auch, also es ist Erinnerungspolitik und es geht immer darum, wer oder was wird erinnert und was ist sichtbar, was wird aber unsichtbar gemacht und wer
kann und möchte, darf sich in welcher Weise auf welche Erinnerung beziehen. Was mir aufgefallen ist, hat mir auch mal die Denkmäler hier in Kärnten-Koroschka für die zwangsweise deportierten Kärntner Sloweninnen angeschaut. Davon gibt es ja sehr wenige, ich glaube 5 oder 6. Und da fällt halt auch auf, dass sie erst ziemlich spät gesetzt wurden und dass das erste, das da jetzt auf dem Ratsberg oben steht, eigentlich ursprünglich schon nach Ebenthal, also quasi an den Rand der Stadt sollte und da auch viel Verwaltung und also Konflikte gab und beziehungsweise sich diese Anfragen, wenn ich das richtig erinnere, auch im Sand verlaufen haben, so dass man dann quasi dieses Denkmal eigentlich gar nicht dorthin setzen konnte, wo es hin sollte. Und das ist natürlich ein großer Kontrast zu dieser ganzen Denkmalschwemme, die man so sieht in ganz Kärnten-Koroschka. Dann ist mir eben auch aufgefallen, dass diese Art des Gedenkens halt sehr im Religiösen oft noch bleibt und sehr eher im Privaten und im Kunstkontext. Was ich jetzt schon so deuten würde, es ist halt immer noch es ist die Minderheit, die aus der eben nicht hegemonialen Perspektive, aus der subalternen Perspektive sich jetzt auch Raum verschafft und das zunehmend und das aber trotzdem eben eine andere Form auch der Erinnerungskultur ist. Hohlfelder mene, da gräbris pomenik ich wednos au praschanias pominske politike. Gdos me sausematita prostor, in gdos me govoriti und nikis godovini. Na koruschkem lerbs da ja nik, es pomeniko za deportirane koruschke slovence slovenke. Spomeniki so bili tudi precej pozno postavljeni. Težavne diskuzije, ki so potekale pri postavljanju spomenikov za manjšino, stojijo, tako Hohlfelder, v nasprotju z izobiljem spomenikov za abwehrkampf. Spominjanje na deportirane pogosto poteka v vernem, privatnem ali pa umetniškem okviru. Vzrok je v tem, da manjšina, ki deluje iz pozicije manj močnega, ustvarja druge oblike spominske kulture in si tako osvaja prostor v diskurzu. Minderheitengeschichten mehr Raum zu geben, ist eines der zentralen Anliegen der Initiative Minderheiten. Mit der Ausstellung Man will uns ans Leben, Bomben gegen Minderheiten 1993 bis 1996 hat sich das Kuratorinnen-Trio, bestehend aus Vida Bakondi, Gamze Ongan und Cornelia Kugoy, einem verdrängten Kapitel der österreichischen Geschichte gewidmet. 25 Personen erhielten Briefbomben, im Burgenland und in Kärnten-Koroschka detonierten Spreng- und Rohrbomben. Die AdressatInnen des Terrors waren Minderheitenangehörige und ihre politisch-humanistischen UnterstützerInnen. Cornelia Kugoy berichtet über die Ausstellung. Ednot osrednich nalog društva Iniciative Minderheiten je dati več prostora zgodovini manjšin. Zrastavo želijo nas objeti bombe proti manjšinam 1993 do 1996, se je trojica kustosin, ki se sestavi z Vide Bakondi, Gamze Ongan in Corneliji Kogoj, posvetila zamolčanemu poglavju avstrijske zgodovine. 25 ljudi je prejelo pisemske bombe, na Gradiščanskem in Koroškem pa so detonirale eksplozivne in cevne bombe. Tarče terorja so bili pripadniki pripadnice manjšin in njihovi politično-humanistični podporniki podpornice. Cornelia Kogoj pripoveduje, kaj je bil vzrok za izdelavo razstave. Also einer der wichtigen Gründe für die Ausstellung war die Tatsache, dass es eigentlich wenig Erinnerung, wenig Wissen auch im kollektiven Gedächtnis über diese schlimme Zeit, über diese Bombenserie oder Serien gibt in Österreich. Natürlich ist es so, dass die zum Beispiel gerade bei Oberwart, die Angehörigen der Opfer sich natürlich daran erinnern. Die es betroffen hat, die erinnern sich. Was sicherlich die Gesamtbevölkerung aber sehr wenig weiß, ist diese zweite Serie in Kärnten. Also man weiß, die erste Serie, die im Dezember 1993 in der ersten Dezemberwoche stattgefunden hat, da gibt es eben mit diesem sehr prominenten Opfer Helmut Zilk, den damaligen Wiener Bürgermeister. Oberwart, wie gesagt, kennt man natürlich auch. Kärnten ist, da weiß man, wenn man eben mit den Leuten redet, ja, da war doch dieser Polizist, der beide Arme verloren hat. Also das ist uns immer wieder auch gesagt worden. Beziehungsweise ich selbst kann mich erinnern, ich war damals Anfang 20 und eigentlich waren die Zeitungen voll mit der Berichterstattung über diesen Polizisten, über Theo Kelz, das natürlich, also klar ist, dass wenn jemand so schwer verletzt
wird, dass die Zeitungen oder die Medien überhaupt natürlich darüber berichten. Aber was uns dann oder mir damals eben schon abgegangen ist oder wo ich mich gefragt habe, warum passiert es nicht, ist, dass auch eine Auseinandersetzung darüber stattfindet, warum geht es gegen die slowenische Volksgruppe, warum ist diese Rohrbombe vor die zweisprachige Schule gelegt worden, vor die zweisprachige öffentliche Schule in Klagenfurt, die eigentlich, die erst 3 Jahre davor errichtet worden ist und in einem sehr langen Kampf einer Elterninitiative überhaupt erst errichtet worden ist. Eden ist mit glaunicheres Logo za ustvarjanje razstave je bil o tem, da ljudje enostavno ničesar ne vedo o bombnih atentatih. Prvo serijo se je izvajalo decembra leta 1993. Prominentne tarče napadov sta bili dunajski župan Helmut Zilk ter romsko naselje v Obervatu. Druga serija atentatov pa se je izvajala na Koroškem. Če se govori o napadih na Koroškem, se ljudje spomnijo le policista Teja Kelca, ki je zgubil obe roki. Pri tedajšnjem poročanju o dogodkov pa se v medijih skorajda ni govorilo o tem, da je bila tarča cevne bombe dvojezična ljudska šola. Kogel meint, dass es wichtig ist, auch in der Mehrheitsbevölkerung mehr Bewusstsein für die Geschichte der Bombenserie zu schaffen. Kogel meni, da Terror oder Witneste widersetich letich nile del zgodovine prizadetich manjšin, ampak del austrijske zgodovine. Zaradi tega je tudi pomembno, da v razstavi opozorijo na politični kontekst teh dogodkov. Das ist Teil der österreichischen Geschichte. Das ist nicht so eine eigene Geschichte, das hat die und die betroffen oder diese Minderheit betroffen, sondern das ist wirklich ein Teil einer Gesamtgeschichte. Und in der Ausstellung, unter anderem war uns für die Ausstellung das auch insofern so wichtig, oder das zeigt sich auch in der Ausstellung, dass wir diese Geschichten oder die Geschichte der Briefbomben oder der Rohrbombenanschläge nicht ohne den politischen, gesellschaftspolitischen Kontext der damaligen Zeit erzählen können. Der Gedenkdiskurs ist für Minderheiten von großer Bedeutung. Müssen sie doch immer wieder darum kämpfen, dass ihre Geschichte erzählt und ihre Perspektive berücksichtigt wird. Spominski diskurs je za manjšine zelo pomemben, saj se morajo vedno znova boriti za to, da se upošteva tako njihovo zgodovino kot tudi njihovo perspektivo. Ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, es ist so, dass Minderheitengeschichte natürlich, dass Minderheitengeschichten marginale Geschichten meist sind in national, die sich sozusagen oft nicht wiederfindet in nationale Geschichtsschreibungen. Und dass Geschichte oder überhaupt Minderheiten auch eine ganz andere, oft eine andere Funktion haben, dass sie sozusagen in Museen, im Rahmen von Gedenkveranstaltungen auch vorkommen, weil als jetzt zum Beispiel die Mehrheitsgeschichte. Erstens ist es so, dass die Mehrheitsgeschichte sowieso da ist und sie sind in den Schulbüchern, in den Museen etc. Und vor allem ist sich die Mehrheit auch ihrer, sagen wir mal, historischen Legitimation bewusst. Also das ist sozusagen eh ganz klar. Aber und das wird als ganz selbstverständliches Erbe oder selbstverständliche Tradierung irgendwie betrachtet. Bei Minderheiten ist es was anderes, weil Minderheiten eigentlich ihre Geschichte auch, beziehungsweise auch die Geschichtsschreibung, wie darüber berichtet oder wie darüber, wie die Geschichte gesehen wird, die müssen sich das immer als Neues oder aufs Neue erkämpfen. Also es ist sozusagen ein ständiger Kampf auch um den Blick auf Geschichte. Kogel pravi, da so manjšinske zgodovine marginalne zgodbe. Pogosto se jih v nacionalnem zgodovinopisjem ne upošteva. Slišne postanejo šele v muzejih in pri spominskih prireditvah. Medtem, ko je za javnost samoumevno, da se zgodovina večine posreduje, se morajo manjšine vedno boriti, da se njihove zgodovine ne spregleda. Gedenkdiskurse und Denkmäler sind häufig Steine des Anstoßes. Eines der prominentesten Beispiele hierbei ist wohl das Denkmal am Domplatz. Die Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin Elisabeth Klatzer und Nadja Dangelmeier vom Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung der Universität Klagenfurt-Zelowitz sind Mitbegründerinnen der Initiative Koruschka Kärnten gemeinsam erinnern Skupno Ochranimo Spomin, kurz Initiative Domplatz.
Die Initiative arbeitet unter dem Trägerverein Memorial Kärnten Kuruszka, welcher eine zentrale Plattform gegen das Wiederaufleben von Faschismus, Rassismus und Antisemitismus ist und sich mit der NS-Geschichte in Kärnten Kuruszka auseinandersetzt. In der Initiative Domplatz sind Menschen aus allen möglichen Sparten aktiv, von WissenschaftlerInnen bis KünstlerInnen. Auch Personen aus beiden Volksgruppen Kärnten Kuruszkas sind vertreten. Spominjanje der Spomeniki so pogosto kamen spotike, prominenten Primärtiger je Spomenik na Domplatzu. Družbeno slovkajn ekonomist Elisabeth Klatzer in Nadja Dangelmeiers Instituta za izobraževalne znanosti in raziskovanje vzgoje na Univerzi v Celovcu, da so ustanoviteljici pobude Koroška Kärnten gemeinsam erinnern, skupno ohranimo spomin, ali na kratko Initiative Domplatz. Pobuda deluje v okviru krovne organizacije Memorial Kärnten Koroška, ki je osrednja platforma proti ponovnemu pojavu fašizma, rasizma in antisemitizma, ter se ukvarja z zgodovino nacionalsocializma na Koroška. V inicijativi Domplatz so dejavni ljudje z najrazličnejših področji, od znanstvenikov znanstvenic do umetnikov umetnic. Zastopani so pripadniki pripadnice obeh narodnih skupnosti. Wir sprechen von einer befreienden Erinnerungskultur in dem Sinne, dass das Verschweigen und diese Leerstellen, die jetzt zum Beispiel am Domplatz sind, aber eigentlich manifest nach wie vor in der Kärntner Erinnerungskultur, dieses Verschweigen führt ja zu Verhärtungen, sowohl individuell als auch kollektiv. Und eine befreiende Erinnerungskultur ist für uns eine aktive Auseinandersetzung mit der Vielfalt der Geschichte und Geschichten, sowohl individuell als auch historisch kollektiv im Land. Und erst durch dieses bewusste Hinschauen auf diese zum Teil schmerzhaften Dinge. Also zum Beispiel in meiner Geschichte, ich habe zwei Großväter, die da wahrscheinlich ziemlich symptomatisch auch für die Kärntner Geschichte stehen. Einer, der Ortsbauernführer war, ein sehr früher Nazi. Nach dem Krieg gab es ein Gerichtsverfahren. Er hat einfach geleugnet, er weiß nicht, wie er zu der frühen Mitgliedsnummer der NSDAP kam, und er kam damit davon. Auf der anderen Seite mein Großvater, der aus katholischer Überzeugung sehr früh sich gegen die Nazis engagiert hat, der auch, muss man sagen, im Austrofaschismus eine Rolle gespielt hat. Der Landesführer war der Ostmärkischen Sturmscharen, also eine bewaffnete Einheit der Christlichsozialen damals. Der wurde am Tag des Einmarsches abgeholt von den Nazis. Meine Mutter war dabei. Sie war 5 Jahre und das hat sie traumatisiert. Bis jetzt, also erzählt wird, sie hat dann in der Volksschule nichts geredet. Ich merke erst jetzt langsam und zum Teil auch mit der Beschäftigung und in dieser Initiative, wie das alles auch in mir steckt. Also das ist der persönliche Teil. Wir kommen nicht drum herum, wenn wir es leugnen. Es verschwindet nicht, es verhärtet. Und deswegen, also das ist die individuelle Perspektive, aber auch kollektiv braucht es diese befreiende Erinnerungskultur durch das genau Hinschauen und auch durch das in die Gegenwart bringen. Ich glaube, es ist wichtig auch zu betonen, dass ein großer Teil dieser Initiative nicht aus der slowenischen Volksgruppe kommt. Und wenn wir uns anschauen, wer das Gedenken an die Verfolgten des NS-Regimes in den letzten Jahrzehnten mehrheitlich getragen hat, dann waren das Kärntner Sloweninnen und Slowenen, die selbst sich darum bemüht haben, dass ihre Angehörigen erinnert werden, dass ihre Familienmitglieder, die verfolgt waren, erinnert werden und es eine würdevolle Form der Erinnerung an sie gibt. Und es ist wirklich etwas Neues und, glaube ich, auch etwas Besonderes an unserer Initiative, dass dieses Engagement nun nicht mehr ausschließlich von den Nachkommen der Verfolgten kommt, sondern viele Menschen Teil dieser Initiative sind,
die nicht Nachkommen von den S-Verfolgten sind, die nicht aus der slowenischen Volksgruppe sind und denen trotzdem das ein großes Anliegen ist, dass die Erinnerung an diese Menschen hochgehalten wird, dass wir kritisch reflektieren, diese Art von Täter-Opfer-Umkehr, die jahrzehntelang passiert ist, die sich kritisch auseinandersetzen mit Formen von Erinnerungskultur und gemeinsam Überlegungen anstellen, wie wollen wir denn in Zukunft mit dieser belasteten Vergangenheit, die wir alle gemeinsam ja auf den Schultern haben, wie wollen wir damit in Zukunft umgehen? Und was ist für uns eine zukunftsfähige Form der Erinnerung? Elisabeth Klatzer pravi, da zamoučenje zgodovino povzroča otrdelosti, tako individualno kot tudi kolektivno. Osvobajajočo kulturo spominjanja zaznamuje ukvarjanje z raznolikostjo zgodb. Treba si je tudi ogledati boleče dele zgodovine. Klatzer pripoveduje, da je njena družinska zgodovina simptomatična za koroško zgodovino. En stari oče je bil že zelo zgodaj nacionalsocialist, drugi stari oče pa je bil aktiven v avstrofašizmu, se je pa potem zaradi vere postavil proti nacionalsocialistom. Nacisti so ga v prisotnosti matere Elizabete Klatzer odpeljali. To je mati traumatiziralo in tudi Klatzer čuti posledice te travme. Osvobajoča kultura spominjanja lahko z natančnim pogledom na zgodovino pomaga tako posamezniku posameznicam, kot tudi kolektivu pri soočanju s to zgodovino. Nadja Dangelmajer poudarja, da mnogi aktivisti aktivistke inicijative niso del slovenske manjšine. Koroški Slovenci Slovenke so v zadnjih desetletjih organizirali večino spominskih prireditev za žrtve NS-režima. Inicijative Domplac poziva celotno koroško prebivalstvo, da razmišljuje o tem, kako hočemo ravnati zgodovino in kaj je primeren način spominjanja za bodočnost. Die Initiative Domplatz organisiert Veranstaltungen, Gedenkspaziergänge und hat auch das Buch Koroška Kärnten – Wege zu einer befreienden Erinnerungskultur publiziert. 2022 startete die Initiative ein Projekt, welcher die Umgestaltung des Domplatzes zum Ziel hat. Es wurden 10 Entwürfe für künstlerische Interventionen gesammelt. Die eingeladenen KünstlerInnen besuchten einen Workshop und sahen sich den jetzigen Zustand des Domplatzes an. Daraufhin erarbeiteten sie ihre Konzepte, welche dann live und virtuell ausgestellt wurden. Mittels Publikumsvoting und Juryentscheid wurden nun 3 der Entwürfe ausgewählt. Diese 3 sollen nun auch umgesetzt werden. Iniciativa Domplatz organizira prireditve spominske sprehode in je izdala knjigo. Leta 2022 je iniciativa začela izvajati projekt, katerega cilj je preoblikovanje spomenika na Domplacu. Zbranih je bilo 10 predlogov za umetniške intervencije. Povabljeni umetniki in umetnice so se udeležili delavnice in si ogledali trenutno stanje trga. Nato so razvili svoje koncepte, ki so bili nato v živo in virtualno razstavljeni. Z javnim glasovanjem in odločitvijo žirije so bili zdaj zbrani 3 načrti. Te želi inicijativa zdaj uresničiti. Die künstlerischen Entwürfe, die ausgewählt wurden, sind unterschiedlich in Bezug auf die Geschichte und die Geschichten breiter zu sehen und anzuregen, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt einen Entwurf, der ist von Katrin Bold, der nennt sich Partisanen, Partisaninnen, Überraschung. Da ist die Idee, mit Alltagsgegenständen die Zitate aus von Erfahrungen von Partisanen, Partisaninnen haben, aufmerksam zu machen. Das ist der eine, so dieses aus der Erfahrung der Geschichte, der Erzählungen der Partisanen und Partisaninnen heraus diese Einladung, sich auszutauschen. Das andere ist Einladung zur persönlichen Auseinandersetzung oder zum persönlichen Austausch über Geschichte, über die eigene Geschichte. Und dieser Entwurf ist von Friedemann Derschmidt, der eine Geschichte, Geschichtensammelstelle vorsieht, die Einladung zum Austausch in Präsenz, also an 2 verschiedenen Orten mit Leuten, die sich nie kennen. Und Friedemann Derschmidt stellt sich da ein Format vor, in dem Menschen angeregt werden, aus ihrer persönlichen Perspektive sich auszutauschen. Das dritte ist wiederum auf einer anderen Ebene der Entwurf von Zweintopf,
nennt sich von Partisanen. Da geht es konkret darum, mit dem Vorschlag eine Intervention am bestehenden Denkmal vorzusehen. Und zwar mit einem Ausschnitt, der diesen Wortteil oder den Satzteil von Partisanen aus dem Denkmal herausnimmt, die Geschichte und das Gedenken an alle ermordeten Menschen während des Zweiten Weltkrieges und nach dem Zweiten Weltkrieg zu erinnern. Koncept Katrin Bult so sagdanie mi predmete partizano partizank pripoveduje o iskušnjah uporne upornic. Frida Manderschmidt je koncipirao neki zbirni centar zgodb, kjer se na ljudje, ki se ne poznajo, izmenjavajo. Cvajntopf pa je predlagal, da se iz obstoječega spomenika odstrani besedi von Partisanen in tako spremeni izpoved besedila. Am 28. Juni feiert die Initiative das Fest Befreit Svobodny am Domplatz in Klagenfurt-Zellerwitz. Neben Wortspenden wird es heuer auch künstlerische, räumliche und ökumenische Interventionen sowie Musik geben. 28. Juni organisiert die Initiative Domplatz Praznik Befreit Svobodny na Domplatz u Zellerwitzu. Poleg nagovoru budu letos potekale tudi umetniške, prostorske in ekumenske intervencije. Nastopali pa budu tudi glasbeniki, glasbenice. Spomin ter spominska kultura se ne tičeta samo naše preteklosti, ampak tudi oblikujeta našo sedanjost ter našo bodočnost. Tega ne smemo pozabiti. Das Gedenken und die Erinnerungskultur betreffen nicht nur unsere Vergangenheit, sondern auch unsere Gegenwart und Zukunft. Dies sollten wir nicht vergessen.